Soldaten her! Deutschen Truppen, die südliche Straße hoch! Ihre Deckung, ich muss nachladen! Sie greifen von Süden aus an! Die Deutschen wollen die rechte Flanke hoch!
rüber da und stopp sie! Thank you.
an! Die Deutschen wollen die rechte Flanke rauf! Rüber da und stopp sie! Vor! In Deckung gehen! Los! Schnell, Deckung gehen! Ich soll dich von deiner Schwester grüßen.
Teufel sind unsere Flieger! Ich will grün den Rauch oben auf dem Dach des Bunkers sehen. Unsere Flieger sollen wissen, dass wir noch hier sind. Gehen Sie in Deckung! Braucht Hilfe, er wurde besiegt! Corporal Taylor, ich will grün den Rauch auf dem Dach des Bunkers sehen. Sonst schalten die uns auf, weil sie nicht wissen, dass wir hier sind. Halt ab oben! Grünen Rauch oben auf dem Bunker! Schnell! Verdammt, bevor die Flugzeuge hier sind! Shooting down at them with machine guns and throwing grenades. And the American Rangers began to climb. They shot rope ladders over the face of these cliffs and began to pull themselves up. When one Ranger fell, another would take his place. When one rope was cut, a Ranger would grab another and begin his climb again. At the top of these cliffs, they began to seize back the continent of Europe. 225 came here. After 2 days of fighting, sieht aus, als wären da vorne noch ein paar Nebelwerfer. Aber bislang kein Sichtkontakt. Ich habe einen 88er jenseits der Ecke gesehen. Rechnet mit mindestens zwei Mann und ein paar MG-42er. Was ist der Plan, Sarge? Ich brauche ein paar Booten mit Sperrfeuer. Garcia, Hawkins, ab nach links mit Rossetti und Schultz. Der Rest folgt mir zu der rechten Flanke. Ich will Granaten, sobald wir in Reichweite sind. Brevin, McCloskey und Taylor, bleiben... Zurück und sorgen Sie für Deckung. Haltet uns die Deutschen vorm Hals. Okay, vorrücken und auf mein Zeichen warten. Ich habe selber Probleme. Wo ist Ihr Munitionsvorrat? Ich dachte, Sie hätten den.
Kompanie schützen! Mussten sie dafür ein paar Hühner treffen? Private Rayburn! Rayburn! Sie haben die Munition auf der Straße liegen lassen! Gut, dass ihr Kopf angewachsen ist! Hawkins! Garcia! An das 88er und sprengen Sie den Silo! Ja, Sir! Festgenagelt. Lade nach!
noch die Beute zu sichern. Los, weiter! Gebiet gesichert! Taylor, benutzen Sie die Rauchgranaten!
Das war zu einfach. Amerikanische Infanterie! Rote Granate da oben im ersten Stock! Knallt! Deutsche Infanterie! Oben im ersten Stock! Feuer eröffnen! Deutsche Splittergranate! Bei den Fässern da drüben. Macht sie nieder! Mehr! Amerikanische Truppen! Erdgeschoss! Amerikanische Infanterie! Müsst ihr euch ins Meer zurücktreiben? Hoffentlich könnt ihr alle. Amis, auf den Sturm! Hinter uns! Überprüft auch die anderen Räume! Sie müssen alle leer sein! Ich bin erledigt! Kommen! Hoffentlich könnt ihr. Mann am Boden! Der Amerikaner hat wohl nicht gewusst, wie man in Deckung geht. Amerikanische Truppen! Deutsche Splittergranate! Amerikaner! Oben im ersten Stock! Von uns. Feindliche Granate! Boden! Wir sind in der Tasten!
müssen sie ausschalten! Schrader, in Deckung! Es sind Amerikaner! Deutschen! Bei den Fässern! Vor uns! Kaufmann! Schnell! Deckung geben! Ich muss nachladen! Gute Arbeit! Noch zwei Gebäude! Abrücken! Ausgesichert! Weiter! Deutsche! Auf der anderen Seite der Brückenmauer! Er schießt sie! Eure ganze Armee ist verweichlicht! Amerikanische Truppen! Deutsche oben im ersten Stock! Los, rein da und überprüft, dass der Raum sicher ist! Amis, oben im ersten Stock! Angriff! Sichert die Räume hier, eine nach dem anderen! Gesichert. Wir brauchen mehr Tarnung, eine Rauchwand. Benutzen Sie die Rauchgranaten! Werft eure Rauchgranaten! Wir brauchen eine Rauchwand! Eine Granate! Weg! Deutsche Infanterie! Oben, im ersten Stock! Schaltet die Infanterie aus! Sanitäter! Zählt in jedem der Räume nach Deutschen! Schreiber, gehen Sie in Deckung! Ja. Feindliche Infanterie! Oben, im ersten Stock! Auf der linken Seite! Amerikaner! Oben im ersten Stock! Feuer auf die deutsche Splittergranate! Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Gut, ich denke, das war der letzte! Alle zu mir zurück! Corporal Taylor, mit Brabham und McCloskey rauf auf den Silo. Halten Sie nach Gegenangriffen Ausschau. Alle anderen bezieht sofort Posten im Randbereich und bleibt wachsam.
deutscher Gegenangriff! Raven! Schaffen Sie es zu Colonel Blake und besorgen Sie uns Verstärkungen! Ich war schon dran! Baker 6, hier ist Dog 5, Ziel eingenommen bei Sammelpunkt Echo! Feindliche Infanterie greift verstärkt an! Brauchen weitere Verstärkungstruppen! Ende! Dog 5, hier Baker 6. Es sind ein paar Shermans zu Ihnen unterwegs. Sollten in 5 Minuten eintreffen. Over! Mit Respekt, Sir! Ich glaube nicht, dass Sie lange durchhalten! Ende! Ganz ruhig, Dog 5. Verteidigen Sie die Stadt, bis Sie abgelöst werden. Ende! Gut so, ihr Männer. Alle Sektoren sichern. Wir treffen uns in einer Stunde hier. Wegtreten. Mm-hmm.
11. Juni 1944. Nur ein paar Meilen östlich der amerikanischen Landestrände in der Normandie kämpfen die Einheiten des britischen Commonwealths um die Einnahme der Stadt Caen. Hier müssen sie sich der überlegenen Feuerkraft der Elite-Panzerdivisionen entlang der deutschen Verteidigungslinie stellen. Um die Oberhand zu gewinnen, werden die Veteranen der Desert Reds der 7. Panzerdivision entsandt. Ihre Mission: die Westflanke der deutschen Verteidigung zu durchdringen und einen Zugang zur Stadt Caen freizuräumen. Herhören!